grüße Sie, Herr Kasper. Sie sind der Direktkandidat für den Wahlkreis Chemnitzer Umland, Erzgebirgs 2. Sagen Sie uns bitte, warum sollten die Wähler Sie am 26. September wählen? Wir brauchen eine junge ostdeutsche Stimme im Deutschen Bundestag. Die möchte ich sein. Ich möchte mich hier für die Leute einsetzen, möchte für den Mindestlohn von 12 Euro kämpfen, eine starke Bundesfinanzpolizei bilden und eben für gerechte Löhne sorgen. Von all diesen Themen, welches bewegt Sie denn besonders? Das ist die Bundesfinanzpolizei. Ich bin selbst Zöllner, ich bin selbst gewerkschaftlich engagiert bei der Gewerkschaft der Polizei und die hat eben in den letzten Wochen ein Konzept für die Neuausrichtung des Zolls vorgelegt. Und da geht es eben darum, dass organisierte Kriminalität stärker bekämpft wird und dass wir besser den Mindestlohn kontrollieren können und eben die Schwarzarbeit besser bekämpfen können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben wollen. Sagen Sie bitte, was verbindet Sie denn speziell mit dem Wahlkreis? Ich bin selbst Liechtensteiner, komme also von hier. Und ich weiß eben, was Ostdeutsche und vor allem auch Sachsen und Sächsinnen nach der Wende hier durchgemacht haben, aus familiären Gründen. Und ich weiß auch, was Wegzug bedeutet. Deswegen glaube ich, ich bin gut geeignet, um in den Bundestag zu kommen und hier eine laute Stimme zu sein für die Leute von hier.